Macht einen riesen scheiße lauten Applaus Krach für Master Jam! Hallo Berlin! Grüß dich! Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Wir haben heute den Donnerstag vor den Videodays und ich befinde mich gerade in Remscheid am Hauptbahnhof und mache mich jetzt gleich auf den Weg nach Berlin. Heute habe ich einen ziemlich vollgepackten Zeitplan, deswegen muss ich mich auf die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn verlassen. Und ja, merkt ihr selbst, ne? Ich muss einmal in Wuppertal umsteigen. Schreibt mir einmal eure Wetttipps, ob ich pünktlich ankomme, unten in die Kommentare. Mal gucken, wie die Quoten so ausfallen. So, ich bin jetzt gerade mit meiner geilen pinken Sporttasche, die meiner Freundin gehört, in Berlin angekommen. Mit einer halben Stunde Verspätung etwa. Ich muss jetzt mal weiter zum Hotel, um dort einzuchecken, damit es danach weiter in die Arena geht. Aber da ich ein bisschen im Zeitverzug bin, machen wir es mal auf die gute altmodische Weise. Jo Leute, jetzt bin ich gerade im Hotelzimmer angekommen und ich bin sichtlich begeistert, was mir Animal Beyond hier gerade reserviert hat. Ich meine, so ein großes Bett für mich allein. Ja, dachte ich zumindest. Das hatte ich noch nicht mal in dem Urlaub in der Türkei, den ich selbst bezahlt habe. So, jetzt habe ich es aber erst recht eilig, weil ich mich hier ein bisschen verirrt habe. Ich muss jetzt direkt weiter zum Stadion in Berlin. So, jetzt sind wir... Moment. Das ist ja gar nicht die Arena. Ah, ich wurde aufgehalten. Diktastisch ist ja da. Ja, komm, jetzt müssen wir mal los, komm. Wir sind jetzt bei Aiblali auf dem Konzert und irgendwie ist keiner hier. Jo, ich habe hier meine neue Vlogger-Cam und wir warten jetzt hier mit ein paar Leuten aufs Taxi. 70 Euro. Hallo. Ich bin ja so, ich bin immer so drauf. Das Ding ist so unnötig. An diesem Abend waren wir alle gemeinsam auf der Party von Animal Beyond. Von dort gibt es keine Aufnahmen, aber wir hatten jede Menge Spaß. Die YouTuber haben gemeinsam Koks genommen und sich ein paar Prostituierte bestellt, damit sie am nächsten Tag auch schön fit sind. Jo Leute, es ist jetzt 1 Uhr früh und ich komme jetzt gerade von der Animal Party und ich bin hundemüde. Ich bin froh, dass ich mich jetzt endlich hier ins Hotelzimmer in ein paar Stunden hinlegen kann. Komm, mach mich hier nochmal. Wie falsch. Ah. Gleich endlich schön ins Bett legen hier. Licht an und... Wow! Hi. Ich glaube, ich habe hier gar nicht gerechnet. Die Frage ist vor allen Dingen, wie ist der hier reingekommen? Zauberei. Und da ist Miguel. Miguel. Miguel? Das ist Miguel. Hallo Miguel. Voll creepy. Ja, auf einmal geht dieser scheiß Fernseher. Einen wunderschönen guten Morgen wünschen wir euch. Nein, wünschen wir nicht. Doch. Ja, hi. Es ist kurz nach 8, wir sind seit einer Stunde wach, haben glaube ich irgendwie 4,5 Stunden oder so geschlafen oder 5. Weil wir gestern Abend noch gruselige Sachen im Hotelzimmer hatten. Das klingt jetzt vielleicht falsch, wenn ich das so erzähle, ne? Aber der Fernseher, ne, der hat auf einmal auf Radio rumgeschaltet. Der ist irgendwie angegangen, da waren die Fischels wieder. Die Fischels, Mann. Und dann haben wir irgendwie einen Knopf gedrückt, weil wir den ausmachen wollten. Dann ist auf einmal ein Radio angegangen mit so einer klassischen Volksmusik oder was das da war. So. Und boah, das war voll gruselig. Wir gehen jetzt vollkommen übermüdet auf die Videodays und ich würde sagen, wir schalten mal direkt dahin. So, wir haben jetzt gleich in 20 Minuten Autogrammstunde und ich glaube, der da oben, der hat irgendwie ein bisschen Schiss davor, der möchte da nicht runterkommen. Oh, guck mich an, ich bin Arthur. Mit Sense Makes Sense. Oh mein Gott, nach einer Viertelstunde kommen die ersten Leute. Hi. Hast du mich da nicht dabei? Ich hab vergessen. Ich hab meine Vlogkamera vergessen. Ich habe noch was anderes hier. Das sind die anderen. An sich sind die Videodays am besten dafür geeignet, um Leute zu treffen. Einerseits ist es schön, euch zu treffen. Die Menschen, für die man sich jede Woche aufs Neue den Arsch aufreißt. Und andererseits ist es cool, Freunde zu treffen, die man nicht unbedingt jeden Tag sieht. Auch mit Adi habe ich mich nach langer Zeit mal wieder unterhalten. Es war echt ein gutes Gefühl, mal wieder ein paar Minuten unter sich zu haben. Genau wie in alten Zeiten. Du weißt wieder mal, wir haben natürlich wieder die besten Fans hier.
Die bringen erstmal. Na, Dead Adam, habt ihr sowas auch? Na, kriegst du auch Fanpakete? Da ist eh Konfetti drin. Ja, das musst du halten. Oh, ich komme jetzt gerade von der Autogrammstunde und wollte jetzt mal ein bisschen in den Backstage-Bereich gucken, wer da so ist. Und auf einmal ist da. Oh! Nach einer weiteren gefühlten Stunde will ich mal gucken, ob ich es mal in den Innenraum schaffe. So, mal gucken, was hier so rumläuft und wie es hier so aussieht. Oh, ein Britzelmensch. Ja, und ich sollte einmal auf der Toten Hosen Single Tage wie diese unterschreiben, was mir irgendwie eine Ehre war. Und jetzt? Oh, und ich habe Joker Tululu geprankt. Wie, kriegt man dich auch noch auf ein Foto? Okay, das Video. Das Video, ne? Okay. Ich mache jetzt mal gerade einen Schwenker ins Auto. Ich zeige euch aber nicht, wer am Steuer sitzt, da ich nicht möchte, dass diese Person eine Ordnungswidrigkeit erkannt wird. Ja, auf jeden Fall ist es ein bisschen kuschelig da hinten. Ja, ja, das ist sehr kuschelig. Wie, was habt ihr gesagt? Ich darf noch mit dem Sitzen zurück? Ich will meine Beine nicht mehr. Tommy. So, eben, wie auch immer ich jetzt hierher gekommen bin. Ach ja, die 10 Minuten kann man sich morgens noch gönnen, wa? Wir haben einfach gedacht, wir wollen mal frische Luft schnappen, bieten wir uns mal ein Brot. Genau. Und dann hier, roter Steg. Ich meine, natürlich Berlin, ein roter Steg. Berlin ist nochmal sagen, aber ich glaube, es sind... War das alles mit Stimmung? Wir sind doch hier auf dem Video-Day! Jemand folgt. Vor den Jahren hat sich viel verändert. Wir beschützen uns gar nicht selbst. Unser Netzwerk war nicht das einzige, das in der Welt verloren geht. Sind ein Glas. Der Ratte, die das Schiff versenkt. Zu viel Fakten, Shows, zu viel Info. Blocks, die sie oft verdächtig nett. Und sie fragen sich, ob das noch YouTube ist oder wie man sowas eigentlich nennt. Weil sind wir Helden, Gott sei Liebe, angeklagt wegen Hochverrat an uns selbst und der Vergangenheit und dem, was wir mal waren. Bist du bekloppt und nicht blemblem, dann abonniere Master Jam. So, ja, der Techtastisch hat mir jetzt gerade noch ein schönes Spielzeug gesponsert. Und die Reklamedame und ich, wir müssen mal ganz schnell die Endcard einsprechen. Einatmen. Richtig. Ich hoffe, nee, das hat nicht funktioniert. Doch, ein bisschen. Warte. Okay. So, wir müssen jetzt mal in die Endcard einsprechen. Hier könnt ihr zu den letzten Videos klicken. Ich glaube, der letzte Video-Day-Vlog vom letzten Jahr oder so. Und war super. Boah, mir ist gerade ein bisschen schwindelig. Absolut super. Auf jeden Fall hat es mir voll gut gefallen und ja, jetzt ist die Wirkung schon wieder vorbei und ich bin total high. Das ist echt total, lass einen Daumen hoch da. Mehr.